Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Weiter geht's hier. Ich bin leider wirklich zu doof oder zu ratlos, um das zu verstehen mit diesen Würmern. Daher muss ich halt leider kurz nachschauen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, diese Würmer werden durchs Licht anders gesteuert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wir können jetzt an die andere Richtung laufen. Und weitergehen. Oh shit! Oh shit! Auf diesem Ding hier bleiben sollen. Geht nicht, ne? Vielleicht einfach an der Leiter bleiben? Wait. Zurücklaufen, an die Leiter springen. Aber ich glaube, da bin ich schon zu langsam. Da war ich zu langsam. An die beiden Leitern springen. Und dann kommt wahrscheinlich das Rohr hoch. Dann kann ich wieder auf das springen, um dort oben nach rechts zu kommen. Also, diese Rätsel sind echt schwierig manchmal zu verstehen. Oder ich bin einfach wirklich strohdumm, das kann natürlich auch sein. Obwohl ich eher glaube, dass die Rätsel einfach ziemlich schwierig sind zu verstehen. Das Wasser kommt, das Rohr sollte gleich rauskommen. Auf Zeit. Diese Rätsel sind alle ziemlich zeitlastig. Das ist schlimm. Jetzt wieder umkehren nach rechts. Und dort oben sind dann mit solche Würmer aus der Decke. Die hoffentlich meinen Wurm aus dem Kopf fressen werden. Kurz hier warten, bis das Wasser ungefähr auf unserer Höhe ist. Dann auf das Rohr und dann nach rechts rüberspringen. In der Hoffnung, dass das reicht. Werden wir gleich sehen. Da kommt das Rohr. Ist das die Oberfläche? Oh, ich glaube schon. Ich dachte schon, ich sterbe wieder. Ich schätze mal, nach rechts geht es immer noch weiter. Nach links.
Links ist gar nichts. Da steigt das Wasser immer noch. Stehe ich da jetzt schon wieder vor dem Schlauch? Nee, auf dem Schlauch. Okay. Ich dachte nicht, dass ich diesen Sprung schaffen werde. Fast runterfällt. What the fuck? Wieder auf die Buchstaben vielleicht. Scheint wohl so zu sein, aber nicht so. Ne, hoch. Du kannst mir nicht sagen, dass ich so schnell über das Haar rennen soll. Wie soll das gehen? Oder ist das... Okay, wait. Das sind ungefähr immer 3 Sekunden. Schafft man doch nicht in 3 Sekunden darüber. Das sind 3 Hüpfe, die ich machen muss, um auf das O zu kommen. So sowieso nicht. Jetzt. Fuck. Okay, wahrscheinlich ist's machbar. 1, 2, 3. Shit. 1, 2, 3. Noch nicht darunter! Fuck, das wär's. Bei 2 muss man abspringen. Okay. 1, 2, 3. Das war zu langsam. Zu langsam! Oh. Okay, das war geplant. Zum Glück. War's geplant. Okay, jetzt sind alle Buchstaben aus. Das heißt, ich kann jetzt darüber. Ohne 1000-mal zu sterben. Hotel. Nope.
fuck. Echt mies. Das war's im Hotel. Okay. What the? Ha. Hm. Für was ist denn das jetzt? Okay, vielleicht. Vielleicht einfach um mehr Schwung aufs Glas zu springen. Kann das möglich sein? Yes, okay. Langsam runter. So ungewiss. Rechts oder links? Wahrscheinlich rechts. Aber trotzdem erstmal nach links. Oh shit. Oder geht's doch nach links? Nee, links ist nichts. Hier war bloß das Hotelschild. Hm. Und ich weiß immer noch nicht, was unsere Mission ist. Oh nee, wieder so ein scheiß Move. Hier ist Licht. Hier ist wieder Licht, oder? Oder auch nicht. Wer muss ich denn bitte? Oh shit! Und dann muss ich dagegen halten, bis die Kiste kommt. Langsam halt dagegen! Lass die Kiste! No, ich müsste auf die Kiste springen, um darüber zu kommen. Jetzt habe ich gecheckt. Jetzt habe ich gecheckt, Mann, ey.
die Kiste. Zu langsam. Ich hasse solche Zeiträtsel. Habe ich, glaube ich, schon ziemlich oft gesagt. Okay. Ah, danke sehr. Jetzt ist die Frage, geht's einfach rechts weiter? Wahrscheinlich nicht. Nee, das war die Antwort. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Limbo. Und mal schauen, was wir jetzt links machen müssen. Bin gespannt. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.